Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich die liebe Anne hier und ich freue mich sehr auf die Geschichte, weil ich weiß gar nichts, außer zwei Sachen hat sie jetzt gerobbt und ich finde das total interessant. Also herzlich willkommen, Anne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was passiert. Sehr schön. Es hat lange gedauert, auch bei uns. Du scheinst sehr busy zu sein, ne? Wir haben echt Terminprobleme gehabt. Ja, das stimmt. Wir haben es ein paar Mal verschoben und dann war wieder hier was und da was. Aber ich glaube, wenn man so mit Familie und dem ganzen Drum und Dran, dann ist immer irgendwas. Genau, wir sind ja nicht im Urlaub hier, ne? Wie ich immer so schön sage. Genau. So, meine Liebe, erzähl mal, weißt du noch, wann du das erste Mal auf Mallorca warst? Boah, ja, also ich weiß, glaube ich, nicht mehr genau das Jahr, aber ich weiß, wie ich dazu kam. Und zwar hat mich eine Freundin, also ich komme ursprünglich aus Berlin. Da bin ich geboren und da habe ich die ganze Zeit gelebt und auch gearbeitet. Und da hatte ich einen Laden und dann kam eine Freundin vorbei und hat gesagt: Oh, du siehst so fertig aus, du musst dich mal entspannen. Unser Ferienhaus auf Mallorca ist frei irgendwie, fahr doch da mal hin. Und ich so: Hä, wie Mallorca? Wie Was ist denn nett. auf Mallorca? Und Warst dann du hat, vorher noch nie? nee, Also war vorher das noch nie, das war und die wolltest auch erste, eigentlich nicht hin, weil du nö, war dachtest, irgendwie. einmal saufen, hab ich keinen Bock. Ja, also trinke keinen Alkohol, also brauche ich auch nicht nach Mallorca, weißt du? Das ist echt in den Köpfen, ne? Ja, und dann haben wir gedacht, naja, gut, aber sie hat ja recht, so ein bisschen Auszeit wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, und dann so sind wir das erste Mal hierher gekommen, dass uns jemand sozusagen eingeladen hat und gesagt hat, jetzt komm doch mal, mach doch mal. Bist aber eine nette Freundin, oder? Ja, und dann war das einfach so, dass wir dachten so, boah, riecht das hier gut. Das ist ja nicht schwer, wenn man aus Berlin kommt. Ja, das stimmt. Und ja. Was war das für ein Ferienhaus? Weißt du noch, wo es, ja wahrscheinlich, ne? Wo es war? Jetzt kennst du ja die Insel, also wo war es? Das war Cala Santani Ach, da schön. unten. Ja, war total schön. Und dann ist es auch so, dass wir sind danach öfters gekommen. Wir waren eigentlich immer so im Herbst und Winter da. Das heißt, dann ist die Bucht ja auch leer, da stehen dann gar nicht die ganzen Liegen. Ja, aber wann warst du das erste Mal? War das auch Das im war, Herbst? ja, das war auch irgendwie Off-Season. Also letztes Jahr war mein erster Sommer hier. Ach, da bist Also wir du sind bist noch frisch hier. Nicht mal das anderthalb, weiß ich. ein und ein Dreivierteljahr ungefähr. Okay, Ja. Frischling quasi. Okay, gut. Also, und was denkst du, wann war das ungefähr? Ist es 10 Jahre her oder? Ich sage jetzt einfach 8. Ich weiß Okay. es nicht genau. Und dann wart ihr in Santani im Nachsaison und dann hat es dich gleich erwischt mit dem Genau. Mallorca-Virus oder wie, was ist dann passiert? Dann fanden wir das irgendwie echt total entspannt. Und dann waren wir noch mal Wer ist danach. wir? Mein Mann und meine Kinder und ich. Nee, das erste Kind war dann noch gar nicht da. Nur das erste. Also nee, das zweite war noch nicht da. Das erste schon. Da waren wir zu dritt hier, genau, und fanden das super und haben das total genossen. Es war auch echt ein super Haus mit Pool und gleich am Meer und also die volle Packung einfach, wo du so denkst, so boah, hat total gut getan eben. Dann waren wir noch mal. Hast du da schon überlegt, hier könnt ihr aber auch wohnen Nee. oder war es nur Urlaub, einfach Das war nur Urlaub. entschleunigt, Urlaub? Es war nur irgendwie ein guter Ort. Und wo Einfach warst ein du guter. vorher sonst immer im Urlaub? Wir waren davor, die Jahre waren wir viel auf Sardinien, weil das auch nicht weit weg war. Davor waren wir dann schon weiter weg, dann waren wir auch mal irgendwie in der Karibik und davor noch ohne Kind, da war ich schon öfters auch weiter weg. Aber dann so mit Kind war das einzige weite Mal die Karibik, da waren wir dann aber auch für länger. Und ansonsten waren wir dann eher so Sardinien, was uns total auch gefallen hat. Und von da an nur noch Mallorca-Urlaub oder wie ging das dann weiter? Ja, witzigerweise irgendwie schon, weil wir halt beide selbstständig sind und irgendwie viel zu tun hatten und auch beide immer in den Ferien viel zu tun hatten. Haben wir nie Großurlaube gemacht, wenn dann haben wir irgendwie nur Familien besucht, irgendwie so schnell innerhalb von Deutschland und da irgendwie ein bisschen ein paar Tage. Oder sind dann eben nach Mallorca und waren wirklich, also das Geile war einfach, wir haben 3 Monate bevor sozusagen Corona anfängt und alles dicht gemacht wurde, waren wir hier. Weil da war das, war mein zweites Kind dann ist 1 geworden und ich habe gesagt, jetzt habe ich wieder keine Elternzeit gehabt, ich will auch mal am Stück Zeit mit dem Kind. Jetzt ist das zweite und es wird wohl das letzte sein, jetzt will ich auch mal irgendwie so Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann gehen wir für 3 Monate wenigstens und dann waren wir 3 Monate hier. Und hast du das Haus von deiner Freundin dann so lange besetzt oder wart ihr immer woanders? Da waren wir am Anfang kurz woanders und dann konnten wir wieder in das Haus. Und waren eben wieder da unten in der Ecke. Ja, und das habe ich einfach total genossen. Und danach, wie gesagt, dann war Corona, dann konnte es ja eine Weile nicht. Und dann waren wir die Weihnachten
die Weihnachtszeit immer, weil wir da einfach zeitlich gut konnten. Da war nicht viel los. In Berlin fand ich da eh zu kalt, zu grau. Und dann waren wir hier. Und dann habe ich einfach so gemerkt, ja, also ich habe schon länger gemerkt, dass Berlin nicht mehr so richtig ist. Mhm. Was schwer ist so als Berlinerin, mhm. das irgendwie sich so einzugestehen. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich einmal heulend im Schrebergarten saß am Telefon mit meiner Mutter und gesagt habe, es ist nicht mehr Berlin, aber wo soll ich denn hin? Aber da war überhaupt nicht die Idee, dass ich rausgehen könnte aus Deutschland. Also ich dachte halt, ich müsste einen anderen Ort in Deutschland finden. Und das hat mich halt irgendwie so fertig gemacht, dass ich nichts gefunden habe, dass ich nicht gesehen habe, wo kann ich hin? Also wo geht es mir besser als jetzt Berlin? Und dann kamen so ein paar Sachen, glaube ich, zusammen, dass wir nochmal hier waren. Ich gemerkt habe, ey, der Rosmarin macht mich hier gerade mehr an als in ganz Berlin, weißt du? Es inspiriert mich gerade nicht mehr und das tut mir gerade nicht gut. Und ich habe es auch gemerkt, dass es für die Family, dass wir einfach runterkommen müssen. Also Berlin war dann einfach doch irgendwann too much. Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen Auswandern und Urlaub. Das stimmt. Das runterkommen. Wir haben es auch so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen ausgetrickst. Aha. Wir haben gesagt, wir gehen mal für ein Schuljahr. Okay. Ja, ja, aber das ist ja auch, das haben, machen ja auch viele und das finde ich auch legitim, dass man sagt, ich mache erstmal ein Jahr auf Probe, ob es überhaupt das Richtige für uns ist. Ne? Also wir waren ja die 3 Monate hier, das heißt, wir waren schon mal länger als nur Urlaub hier. Es war auch wirklich mit Wäsche waschen und Arbeiten und Schule, da einfach schon mit dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns für ein Schuljahr gehen. Das kann man. Wie hast du es mit der Schule gemacht in den 3 Monaten? Wie alt sind deine Kinder, als du die Entscheidung getroffen hast? Als wir die 3 Monate hier waren, war der Kleine 1. Ja, also der musste nirgends hin. Und die Große ist 8 Jahre älter, also die war dann 9. Okay, ist schon Schulalter. Und da waren wir in Berlin auf einer Waldorfschule. Und das ist eigentlich ein ganz geiles System, weil wenn du woanders hingehst, wo es eine Waldorfschule gibt und du kriegst da einen Platz, dann kannst du halt einfach wechseln. Gibt es hier eine Waldorfschule? Ja, in Palma gab es. Oder gibt es wahrscheinlich immer noch. Ja, ich bin da nicht mehr so im Thema drin. Genau, also das war irgendwie ganz, ganz gut. Und da hatte ich aber damals auch geguckt, okay, gehen wir woanders hin. Also ich hatte auch noch Costa Rica. Okay, ist ein bisschen weit. Und dachte, nee, dann machen wir lieber das, was näher ist, weil ich hatte noch den Laden in Berlin und alles und dachte so, wenn was ist, dann kommt man irgendwie doch schneller hin. Also haben wir uns für Mallorca entschieden. Und sag mal, als ihr in Santani in dem Haus von deiner Freundin wart, habt ihr da viel gesehen von der, seid ihr Insel abgefahren oder habt ihr einfach nur aufs Meer geguckt von eurem? Nee, wir haben schon ein bisschen was unternommen und mein Mann, meine Tochter, die hatten schon einen relativ weiten Weg, ja, eben zur Schule, war in Palma. Ja, okay. Also er ist dann mal da geblieben, hat da gearbeitet dann und ist dann mit ihr wieder zurückgekommen. Kann der online arbeiten? Ja, genau, der kann online arbeiten. Der ist Grafiker und aber auch DJ. Also DJ hat er dann halt nicht gemacht, sondern hat dann halt Grafikarbeit gemacht. Das DJ kann man ja hier auch gut machen. Kann man hier auch gut machen, ja, genau. Und ja, mit dem Grafik war halt einfach easy, konnte halt machen. Und ich habe gesagt, ich will nichts machen. Ich will einfach nur hier mit dem kleinen, keine Ahnung, ich will aufwachen und am Strand laufen und buddeln und zu gucken, wie er laufen lernt. Und mehr will ich nicht machen in den 3 Monaten. Ja, klar, in deiner Auszeit, ne? Genau. Das ist auch richtig so. Kannst du das überhaupt? Du bist ja auch busy Frau, oder? Kannst du so nichts tun? Nichts tun kann ich nicht. Aber ich kann weniger tun oder nur die Sachen tun, auf die ich richtig Bock habe. Aber nichts tun kann ich nicht, ne? Okay, also dann wurde die Idee geboren, komm, wir machen es mal auf Probe. Genau, wir haben gesagt, wir lassen uns ein Schuljahr machen. Das kriegt man irgendwie organisiert und das ist auch nicht so von wegen, hallo, wir wandern aus und alle warten da drauf, ob es klappt oder nicht. Sondern das war halt so, klar, die gehen jetzt für ein Schuljahr dahin. So, und die eine Hälfte hat gedacht, die kommen eh nicht wieder und die andere Hälfte hat gedacht, naja, die kommen auf jeden Fall wieder. Wie hast du es mit deinem Laden gemacht? Was ist das für ein Laden? Oder Brautkleider, ich mache Brautkleider. Ich designe und fertige Brautkleider und ich musste, und das meinte ich eben vorhin, dass die Sachen so zusammenkamen, ich musste raus aus dem Atelier und habe nichts anderes gefunden oder vielleicht wollte ich auch nichts anderes mehr finden. Wieso musstest du da raus? Das wurde verkauft. Ah, okay. Und ich hatte eigentlich auch jemanden, der das mit mir zusammen kaufen wollte. Und dann hatte der Verkäufer aber dann irgendwann gesagt, nee, jetzt hätte ich gerne nochmal 200.000 Euro mehr. Und wir so, ja, nee, dann irgendwann ist auch mal gut. Das heißt, du schneiderst Brautkleider und verkaufst die dann auch. Genau. Also heißt, so einen richtigen Laden oder nur auf Anfrage schneiderst du? Beides. Also ich habe einen richtigen Laden, wo Kleider hängen, die man anprobieren kann, sodass ich das eben mit den Frauen ausprobieren kann. Was wollen sie? Und dann manche sagen, ich will das und dann mache ich das in ihren Maßen.
Manche kommen auch mit einer Idee und dann probieren wir die aus und ja, so entstehen dann die Kleider. Aber es sind alles Maßanfertigungen. Also jedes Kleid wird für jede Frau dann individuell angefertigt. Aber da hängen ja auch schon welche. Sind das denn nur Modelle? Das sind Muster, ja genau. Muster? Das sind Musterkleider. Oder kann man davon auch eins mitnehmen, was du dann noch ändern kannst? Nein, also kommt mal selten vor, aber meistens ist es eigentlich so, dass wir die nutzen zum Ausprobieren und zum Gucken und dann wird es angefertigt. Und wie viele Kleider hast du da so hängen? Oder jetzt hier oder in Berlin? In Berlin? In Berlin bestimmt so 40 Kleider oder 50, weiß ich nicht. Wahnsinn. Ja. Das war schon, also ich mochte den Laden echt gern. Ich habe mich da wohlgefühlt. War ein großer Laden in Prenzlauer Berg, so zwei große Schaufenster und dann der hintere Raum war halt so Atelier. Also vorne war wie so Showroom und dann Atelier. Und das hast du alleine gemacht oder weil du sagst, nee, ich hatte Mitarbeiter. Ja. Okay. Genau. Und dann, wie gesagt, da mussten wir eben raus und ich habe dann auch nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das funktioniert als Handwerk, das kannst du irgendwie die Miete bezahlen und ist aber trotzdem nicht dritter Hinterhof und du guckst nur auf eine Steinwand. Also da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und ja, dann war irgendwie nichts da und dann war einfach auch, wie gesagt, davor waren wir nochmal an Weihnachten hier und ich habe gemerkt, der Rosmarin, das Meer und die Sonne, das tut einfach wahnsinnig gut und Berlin ist es gerade nicht mehr, das wusste ich ja auch schon. Und dann war so die Entscheidung, komm, wir machen jetzt einfach mal ein Schuljahr. Wir gehen einfach mal raus. Das hilft immer, wenn du mal rausgehst und Abstand kriegst und dann werden wir ja merken, ist es einfach nur die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ist es doch Berlin? Ist es irgendwas anderes, was wir brauchen? Also wir wollten halt einfach so diesen Abstand kriegen, rausgehen und gucken, was ist es. Und okay, die Entscheidung, den Laden aufzugeben, die ist ja weggefallen, weil die wurde dir abgenommen, die Entscheidung. Genau, also ich hätte ja auch einen neuen Laden sozusagen finden können, also eine Hast neue Hast du auch ein Jahr später noch? Hätte ich auch ein Jahr später, genau. Und dein Mann war sofort bereit? Ja, ja, der ist sowieso, sobald es Richtung Wasser geht, ist der für alles zu haben. Was ist mit deinen Kindern? Also die Große war da... Muss man ja auch fragen, oder? Wie machst du das? Total. Na, der Kleine war noch so klein, den habe ich ehrlich gesagt nicht gefragt, weil ich wusste, das kannte ich schon von der Großen, als wir die 3 Monate hier waren, dass die brauchen einfach eine ganze Weile, bis die damit d'accord sind. Also es ist kindabhängig, aber bei meinen weiß ich, die brauchen ein bisschen, bis sie sich so mit sowas angefreundet haben. Für die Große war das total okay. Ich habe auch gesagt, ey, wenn, dann müssen wir es jetzt machen. Lange geht das nicht mehr irgendwie. Die war mit der Schule nicht so richtig happy und war so alles so ein bisschen Und dann habe ich gedacht, komm, das ist jetzt für uns drei Große, sage ich mal, gerade passend. Und der Kleine, der kommt da einfach mit. Ja, klar. Also, ne, aber ich meine, so im Schulalter, da fragt man, glaube ich, schon mal. Ne? Und total. Es gab ja 3 Monate Probe, die liefen gut. Genau, es war aber auch klar, dass es nicht mehr Waldorfschule ist, also auch nicht mehr das Waldorf-System. Das war auch klar, also dass es wirklich was ganz anderes sein muss. Für sie, also das ist auch kindabhängig. Also ich habe das auch gesehen, dass das braucht jetzt einfach was anderes. Am Anfang war es irgendwie super, aber jetzt brauchte sie mehr Futter, mehr Forderung. Also die war wissensdurstig. Und dann sind wir, genau, dann haben wir uns wirklich auf die Suche gemacht, okay, welche Schulen gibt es auf Mallorca? Gibt es ja viele. Was kommt in Frage? Was bedeutet das? Dann hatten wir so unsere Liste mit Vorteile, Nachteile. Und dann wie habt ihr euch auf die Suche gemacht? Also von Deutschland aus noch? Ja, oder hier also vor Ort? Beides. Hattet ihr Kontakte hier, die euch irgendwie helfen konnten, die ihr fragen konntet? Alles. Also wir hatten noch aus der Zeit, wo wir hier waren, wo wir eben die 3 Monate hatten, wir noch Kontakt zu einer Familie. Und die habe ich als erstes nochmal ausgefragt, weil die wollten eigentlich auch nur kurz hier bleiben und sind aber auch hier geblieben mit ihren Kindern. Und die habe ich als erstes ausgefragt, auf welcher Schule sind sie jetzt, wie war das hier? Die waren dann auch nicht mehr auf der Waldorfschule, sondern sind jetzt auch woanders. Und die habe ich als erstes ausgefragt, dann haben wir online recherchiert. Sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Und sie hat dann gesagt, ach, unser Ferienhaus ist frei. Also irgendwie haben ja hier alle ein Ferienhaus, keine Ahnung. komm doch einfach her und dann könnt ihr hier vor Ort gucken, wenn ihr habt. Und das habe ich dann auch mit meiner Tochter gemacht. Also wir hatten unsere Liste und wussten, okay, das sind jetzt so unsere Favorites. Dann haben wir die eben kontaktiert und geguckt, wo ist überhaupt ein Schulplatz frei. Ne? Also du kannst ja eine Schule rausfinden, aber muss ja auch ein Platz frei sein. Mhm. Also wir hatten dann eine, wo unklar war, ob ein Platz frei ist. Die mit Warteliste haben wir gesagt, nee, muss jetzt nicht sein. Und 2, wo wir einen Platz kriegen konnten. Und dann waren wir eben einmal hier und dann haben wir uns die Schule angeguckt, beziehungsweise hat es auch so Probetage gemacht. Und da war eigentlich relativ klar, welche Schule das ist. Und dann haben wir das auch noch genutzt, die Zeit, und haben uns so ein paar Orte angeguckt, wo wir Welche Schule ist es denn jetzt? Die ist, das ist eine internationale Schule, britisches Schulsystem.
In Palma. Nee, die ist jetzt da Richtung Sapobla. Aha, okay. In die andere Richtung. Am anderen Ende der Autobahn. Okay. Genau. Und nach der Schule habt ihr dann euren Wohnort gewählt oder wie macht ihr das? Genau, dann habe ich geguckt, das fand ich aber nicht so leicht, was für ein Jahr zu finden. Dann haben wir was in der Nähe der Schule sozusagen gefunden, wo wir ein halbes Jahr bleiben konnten. Sind aber nicht so lange geblieben, weil es dann doch nicht so optimal war für einen Winter und wir dann das auch. Das Wohnen. Das Wohnen, ja, genau. Keine Heizung oder was? Ja, so ein Pelletofen, wo sie meinte, ja, gar kein Problem, das machst ist ja da keine an und die heiße Luft zieht dann nach oben, weißt du, und alles war irgendwie kalt und feucht und, aber das war okay, also ja, es war scheiße, weil du zahlst nochmal irgendwie hier wieder den Immobilienmakler und bla 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 bla, also, aber es war dann auch der Zeitpunkt, dass wir gemerkt haben, so nach 2, 3 Monaten, nee, wir wollen nicht nach dem Schuljahr wieder zurück, wir haben das dann doch relativ schnell alle 4 gemerkt. Naja, der Kleine hat am längsten gebraucht. Für den war es einfach der größte Schock. Auf einmal spricht keiner mehr Deutsch. Also wir zu Hause schon, aber da, wo er dann war, nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, von da aus kann ich nicht arbeiten. Und dann war halt die Frage, okay, mache ich wieder einen Laden auf? Und eigentlich wusste ich so, nee, ich will keinen Laden und ich will auch gerade keine Mitarbeiter. Ich will so ein bisschen freier. Ich will wieder so back to the basics irgendwie am Anfang, wo ich alles selber gemacht habe. Und habe gemerkt, aber ich will es trotzdem weitermachen. Und habe dann gesagt, ich hätte gerne so ein Haus, in dem wir wohnen. Und daneben hätte ich gerne noch so ein kleines Haus, in dem ich arbeite. Also anscheinend haben ja hier alle ein Haus mit einem extra Haus. Okay. Da werden wir wohl auch eins finden. Genau, dann haben wir geguckt. Also Idealista habe ich irgendwie, seit ich wusste, dass wir hierher gehen, das kontinuierlich gestalkt sozusagen und immer geguckt, was da ist. Und da haben wir dann auch das Haus gefunden, in dem wir jetzt eben wohnen. Also so gemietet. Wie du es wolltest. Genau. Ja. Siehst du? Vision Board. Mhm. Haken dran. Mhm. Okay. Genau. Und dann sind wir, genau, also wir waren hier, haben dann nach ein paar Monaten gemerkt, okay, wir wollen hier bleiben. Und dann haben wir uns eben auf die Suche gemacht, okay, wie wollen wir oder können wir hier leben und arbeiten? Und dann haben wir eben das gefunden, wo wir jetzt sind, jetzt schon ein bisschen über ein Jahr. Genau, das ist jetzt unser Mittelpunkt. Und Deutschland? Und Deutschland haben wir noch, hat Alex noch viele DJ-Jobs gehabt letztes Jahr. Der pendelt dann quasi. Der ist gependelt letztes Jahr viel, dieses Jahr ist es schon weniger. Genau, gucken wir einfach, wie sich das weiter ergibt. Also ob das irgendwann wirklich ganz abnimmt sozusagen und alles hier ist oder ob er da weiter noch ein bisschen und, pendelt. Aber wie ist es mit eurer Wohnung in Berlin? Habt ihr das noch oder habt da ihr haben schon, wir, seid ihr schon all-in gegangen? Oder? Nee, wir haben, wie sagt man, Mitbewohner aufgenommen sozusagen. Und vermietet quasi. Genau, und alles auch legal mit Hausverwaltung abgesprochen. Mhm. Und genau, haben da halt noch das eine Zimmer und noch das ganze DJ-Equipment und alles. Und ja, haben da jetzt halt Mitbewohner, die da wohnen. Und Alex, wenn er in Berlin ist, wohnt er halt. Ja. Auch da? Genau, ja. Ah, okay. Genau. Okay. Und wann gibt es da nochmal eine finale Entscheidung, das alles loszulassen? Ja, ich glaube, wenn man merkt, dass es so das für Alex von den, ne, Jobs einfach hier so eine Regelmäßigkeit hat, dass man sagt, man braucht jetzt Berlin nicht mehr und man holt sozusagen alles her, so von der Technikseite und so, dann würden wir die Wohnung nicht, also ich meine, es gibt genug Leute, die brauchen eine Wohnung in Berlin. Mhm. Da wohnt ja jetzt auch jemand, die steht ja nicht leer. Mhm. Aber dann würde ich sie auch aufgeben, weil das brauche ich dann nicht. Und ich habe auch für mich gemerkt, weil ich habe mich damals so gefragt, okay, wenn jetzt Mallorca zumachen müsste, würde und alle müssten raus, würde ich überhaupt wieder nach Berlin gehen? Ich glaube, nee. Also ich wüsste dann auch nicht, wo ich dann hingehe, aber das ergibt sich. Das wird sich alles ergeben. Aber ich würde nicht wieder, glaube ich, zurück nach Berlin gehen. Also Stand jetzt, keine Ahnung, wie es ist. Mm. Also vielleicht ist es auch in einem Jahr oder in 2 oder 3 ganz anders. Aber Stand jetzt würde ich sagen, nee, würde ich erstmal nicht zurückgehen. Nee. Ja, ist krass, ne, was man für Gedanken hat, ne? Mm. Naja, das kenne ich. Ich habe früher auch gedacht, ich bin für immer hier. Aber so nach Corona und so die politischen Sachen denkt man doch mal, nee, es gibt kein für immer, ne? Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir für immer hier sind. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was ich jetzt ganz gut fand an der Sache an sich, also an dem woanders hingehen, einerseits den Kids zu zeigen, wir können halt woanders hingehen, wenn es uns an einem Ort nicht mehr gut geht oder nicht mehr gefällt. Das geht. Und ja, das aber auch selbst nochmal
so erfahren zu haben, zu sagen. Also ne, ich bin halt in Berlin, ja klar, ich war mal ein Jahr in New York und ein Jahr in Paris, aber es waren auch immer irgendwie große Städte und ich bin immer wieder zurück nach Berlin. Also ich hatte nie dieses, was ja viele haben, du wohnst in irgendeiner Stadt und dann entscheidest du dich irgendwann, wenn du anfängst zu arbeiten oder so, gehst du woanders hin. Das hatte ich nicht. Also ich war da immer irgendwie sehr verwurzelt eigentlich in der Stadt. Ja, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, ne, dann will man doch ein bisschen Beständigkeit, ne, oder? Ich meine, es gibt ja auch digitale Nomaden mit Kindern, die sind alle 3 Monate an einem anderen Ort. Gibt's auch. Aber ja, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil ich dann schon gerne Sachen mag, die ich kenne. Also ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem, neue Sachen auszuprobieren, aber wenn es dann erstmal auch ein bisschen funktioniert, finde ich es auch ganz cool. Also einfach so ein bisschen entspannter. Also so der totale Abenteurer oder die totale Abenteurerin bin ich jetzt auch nicht. Von daher, aber wie lange wir hier bleiben, keine Ahnung. Jetzt haben wir hier unsere Residentenkarte für 5 Jahre. Also 5 Jahre bleiben wir jetzt wahrscheinlich erstmal. Und dann mal gucken. Und was machst du jetzt hier? Also das heißt, du hast keinen Laden? Oder doch? Oder was doch, ist passiert? Oder doch, wieder doch, eine doch. Also wir haben überlegt, wie gesagt, machen wir wieder Laden. Wir haben auch in Palma, wir hatten sogar schon einen, den wir hätten mieten können. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich will keinen Laden mehr. Ich will. Wes wir? Du da? Du? Alex, ja. Ich teile also, eigentlich alles mit Alex, mit meinem Mann. Also okay, der hilft mir bei allem. Aber der hilft jetzt beim Nähen, oder? Nee, so? Beim Nähen hilft er mir nicht. Aber er macht jetzt sowas wie die Webseite oder Flyer okay. oder so den ganzen Kram. Nee, weil du sagst, damals hattest du ja auch noch Angestellte. Ja, also, stimmt. Dann sei das ja hier wieder ein paar Leute. Nee, da habe ich auch gesagt, nee, möchte ich gerade nicht mehr. Also ich fand das super und wir waren ein super Team. Und es war auch für alle richtig, dass wir das jetzt aufgelöst haben und jeder was anderes macht. Aber jetzt will ich gerade nicht nochmal wieder diese. Man hat dann einfach Verantwortung. Ist ja eine Typsache, aber ne? Aber so. Die solange du das noch alleine schaffst. Genau, ne? Wollte ich gerade nicht. Das wächst ja auch. Ne? Was waren das für Angestellte? Waren das auch Schneiderin oder Verkäuferin? Oder? Nee, Verkäuferin hatte ich nicht. Es waren Schneiderin. Okay, die dir beim Nähen geholfen haben. Genau. Ja. Okay. Und jetzt habe ich sozusagen so ein, ich sag mal, so ein kleines Atelierhäuschen. Also es ist wirklich schnuckelig. Es war mal wie so eine ehemalige Mühle. Wo du drin nähst. Genau, also unten habe ich wieder so meinen, wie so ein Showroom. Also da hängen die Kleider und da mache ich die Anproben mit den Bräuten. Und das Coole ist, ich kann die jetzt auch draußen machen. Das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, so ein Draußen-Atelier. Was? Also wenn es schön ist, dann kommt der Teppich und der Spiegel raus und dann sitzen wir draußen. Und oben drüber, da habe ich sozusagen, da nähe ich. Also da habe ich mein Atelier, da steht der Tisch und die Nähmaschinen, Bügeleisen. Aber im Winter brauchst du schon eine Heizung da drin, ne? Sonst natürlich, wir haben natürlich ein Haus gesucht mit Heizung. Also ja, okay, ich sag's also, nur, ne? Weil es hört sich jetzt an, so wie so ein Schuppen oder so, wo man nee, da mal. Nee, das ist ja ein richtiges Haus mit monsterdicken Mauern und einer Heizung. Also das war mir so klar, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir was suchen, wenn wir hier länger bleiben wollen, dann muss es was mit Heizung sein. Ja. Und das war mir eigentlich schon bei dem ersten Haus auch klar. Und ich dachte, naja gut, wenn die jetzt sagt, das ist hier die Heizung und es funktioniert und sie hat ja auch schon Winter verbracht, dann muss es ja gehen. Aber für uns ging es halt nicht. Für uns war das nicht warm genug irgendwie. Und genau, dann haben wir gesagt, das ist, ja, das muss, also wir brauchen gutes Internet. Das war irgendwie klar. Und das ist geil, weil es gibt total viel Glasfaser hier auf Mallorca. Also es ist besser als in Berlin. Deutschland, naja, außer bei uns. Auf der Finca, da ist es schwierig mit Glasfaser. Ah ja, gut, aber da, wo wir jetzt sind, da ist super. Das war ein wichtiger Punkt und eben, dass es eine Heizung hat. Und dass es halt irgendwie so ist, dass du im Sommer, also es ist halt wirklich ein altes Haus, also es hat so ganz dicke Mauern. Es war so ein Mühlenstandort, das heißt, da weht auch immer Luft, also es ist total okay. Und nähst du schon fleißig? Hast du schon fleißig Aufträge? Ja. Wo kommen die her? Wie machst du es? Wie machst du das Marketing? Oder hast du noch auch für Deutschland Aufträge oder haben die dich alle schon vergessen? Nee, die haben mich noch nicht ganz vergessen, zum Glück. Ich habe schon noch ein paar Oder heiraten die jetzt alle hier wahrscheinlich? Ja, 50-50 würde ich sagen. Also ich habe schon noch Bräute, die wirklich aus Berlin, die mich einfach von da kennen und dann, ups, du bist jetzt da, naja gut, dann komme ich halt dahin. Das habe ich mir eigentlich auch so ein bisschen gedacht oder auch erhofft. Ich hatte auch in Berlin viele, die extra nach Berlin kamen, um sich ein Kleid anfertigen von zu lassen. Wo? Zum Beispiel aus der Schweiz oder aus Süddeutschland oder so. Und dann dachte ich so, komm, wenn die jetzt nach Berlin kommen. Aber dann, wie hast du das gemacht? Da musst du ja schon einen richtigen Namen haben. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich mache das ja schon ewig. Also ich mache das seit fast 20 Jahren. Ich habe da so keinen Plan. Ich habe noch nie geheiratet. Ja, weißt eben. Du? Deswegen, dann weißt du es auch nicht. Aber wenn du
Wenn du dich damit beschäftigst, dann weißt du es. Dann mache ich noch bei so einer lustigen Fernsehsendung mit dir, heißt Zwischen Tüll und Tränen. Aha. Das ist natürlich auch ein ganz gutes Marketing-Tool. Ja. Da kommen auch die. Habe ich mal gehört, habe ich aber noch nie gesehen. Muss man auch nicht gucken, wenn man sich nicht dafür interessiert. Wenn man sich dafür interessiert, dann ist es ganz unterhaltsam. Okay, falls ich mal einen Antrag kriege, werde ich das auch mal gucken. Genau, kannst du dann machen. Und dann kannst du dir denken, so, ja, nee, das ist doch gut. Nee, was? Also, es ist schon ganz lustig. Bist du da auch zu sehen dann richtig? Ja, naja. Okay, dann gucke ich jetzt doch mal rein. Ja, die haben jetzt gerade, also ich habe das in Berlin angefangen, da hat mich eine Freundin hat mich überredet. Die hat gesagt, Anne, ich heirate jetzt, ich will ein Kleid von dir. Und ich so, ja, klar, gar kein Problem. Ja, aber ich will auch bei Tüll und Tränen mitmachen. Ich so, bitte was? Ja, ja, können wir da bitte mitmachen? Ich bin totaler Fan. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe ich gesagt, nee, Jennifer, das kann ich nicht machen. Das passt überhaupt nicht zu mir. Und sie so, doch, lass uns das machen, das wird super, das ist bestimmt auch gut für dich. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, dir zuliebe, mache ich das jetzt. Dann habe ich da halt hingeschrieben und gesagt, hallo hier, ich bin Anne, ich hätte eine Braut, wollte filmen. Und dann kamen die halt und haben gefilmt und dann war das eigentlich ganz witzig. Also es war dann auch die Zeit, wo ich dann irgendwie schon gemerkt habe, irgendwas muss jetzt auch anders werden. Ne? Und dann ist man ja, dann denke ich mir so, naja, gut, dann ist das mal was Neues, probiere ich das mal aus irgendwie. Und dann hat das irgendwie Spaß gemacht. Und ich war so ein bisschen skeptisch vorher mit Fernsehen, weil das manchmal auch anders rüberkommt, als sie es am Anfang so sagen. Und dann waren sie so nach dem ersten Dreh, lief super, da können wir doch gleich was Neues ausmachen. Da habe ich gesagt, nee, ich gucke mir das jetzt erstmal an, was ihr da draus macht. Ihr wart hier 2 Tage und habt, also ne, wenn man das anfängt, dann kommen sie erstmal einen Tag so zum Warmwerden und dann den zweiten Tag mit der Braut. Ja, ihr habt hier monster viel gefilmt, ich habe hier alles Mögliche erzählt und gemacht, also weiß ich, wie ihr das zusammenschneidet. Mhm. Ne? Und habe gesagt, ich guck's mir erstmal an. Und dann habe ich es mir angeguckt und dachte ich so, nee, das war schon so. Also es ist schon so gewesen. Also es ist jetzt kein Fake und die ziehen einen da auch nicht irgendwie durch den Kakao. Oder es ist schon ein wohlwollendes Format. Okay. Also ich bin Fernsehen gegenüber eher ein bisschen skeptisch. Ja. Ich selbst gucke auch kein Fernsehen. Wir hatten ja auch hier jahrelang keinen. Jetzt wohnen wir auf Mallorca, jetzt haben wir auch einen Fernseher, aber mein Gott. Ja, aber man braucht ja heutzutage gar keinen Fernseher mehr, weil man alles online gucken kann, ne? Auch, also auf dem Laptop oder so. Ja, natürlich. Ich habe auch keinen Fernseher, aber ich bin gut informiert. Ja. Und dann. Okay, aber daher kennt man dann deinen Namen, denn das werden ja viele Bräute gucken. Ja. Oder wer guckt, wer ist das Klientel? Doch schon, es gucken schon Bräute, es gucken aber auch viele, die das einfach so zum Runterkommen angucken, weil es einfach irgendwie eine entspannte Sendung ist oder weil sie es irgendwie witzig finden. Aber kriegst du dadurch Aufträge? Ja, ich kriege dadurch Aufträge, genau. Mhm. Mhm. Schön. Musst du nicht bei Goodbye Deutschland mitmachen, das reicht. Ja, das haben sie mich auch schon öfters gefragt. Ich sehe auf gar keinen Fall, Leute. Echt? Ihr könnt hier mich filmen, wie ich arbeite. Aber dafür das ist es ja jetzt gerne. Zu spät, ne, für Goodbye Deutschland. Nee, ach, da kannst du immer einsteigen, glaube ich. Auch wenn du schon hier bist. Ich dachte, die Abreise gar nicht mit. Oh, ja. Ich glaube, das ist egal. Weiß ich nicht. Aber habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil eine Familie, also kriegt ihr nicht, will ich nicht zeigen. Ja. Ist auch, glaube ich, nicht das richtige Format für mich. Also das ist auch nicht, dass ich mir das gut angucken kann. Also und dann würde ich da auch nicht auftauchen wollen. Das interessiert mich nicht so. Okay, das heißt, du hast also gute Aufträge. Das finde ich schon interessant, dass Marketing läuft. Und wie lange brauchst du für so ein Kleid? Das kommt drauf an, wie viel Zeit ich kriege von der Braut. Jetzt habe ich auch gerade eine, die kam halt 3 Wochen vor ihrer Hochzeit. Das kriegt man dann schon hin. Oder was ich jetzt auch super finde, ist, wenn jemand sagt, wir planen es so, dass sie halt im Urlaub hier ist und wir das in der Zeit fertig machen. Das finde ich halt geil. Also das mochte ich auch in Berlin immer gerne, wenn ich wusste, okay, es kommt jemand und in der Zeit machen wir es wirklich so am Stück fertig. Das finde ich aber super. Aber ständigst du Tag und Nacht an so einem Kleid oder was? Also sag mal in Stunden, was so ein durchschnittliches Kleid Also braucht. Meistens sitze ich so 3-4 Tage an so einem Kleid. Gibt auch welche, die sind schneller und gibt auch welche, die sind länger. Mhm. Aber so durchschnittlich würde ich sagen, arbeite ich so 3-4 Tage an so einem Kleid. Und dann bist du da 8 Stunden oder 10 Stunden. Genau. Mhm. Ja. Happy, komm hierher. Ja, krass. Mhm. Und also dann kommen die jetzt aus Deutschland eingereist und... Es gibt auch welche, die Hundeangriff. Wir haben keine Haustiere. Ich mag euch, aber ich brauche euch nicht. genau, also es gibt welche, die kommen aus Deutschland und verbinden das, ich hatte eine, die hat das mit ihrem Junggesellenabschied verbunden, irgendwie, dass sie hierher kommen, oder manche, die kommen eh im Urlaub, es gibt auch welche, die haben ja ein Haus hier oder eine Wohnung und kommen eh regelmäßig her,
Ich habe auch Bräute, die hier leben und hier heiraten. Habe jetzt auch meine erste spanische Braut, die zum Glück Deutsch spricht. Weil da arbeite ich noch dran, an meinem Spanisch. Genau, also das hoffe ich natürlich auch, dass sich das so weiterentwickelt, dass ich halt hier einfach auf der Insel mehr ansprechen kann und nicht mehr nur sozusagen von dem, was ich mir halt in Deutschland aufgebaut habe, zehren muss sozusagen. Ja, aber hier gibt es ja genug, die heiraten. Also auf jeden Ja, Fall. klar, aber die müssen ja auch erstmal wissen, dass ich da bin. Genau, dass es Ja, dich gibt. genau. Aber das kriegen wir jetzt hin. Genau. Hello. Nee, aber du bist ja auch gut vernetzt, ne? Wir sind, glaube ich, auch in mehreren Netzwerken zusammen, ne? Und Zirkel und so. Also sowas geht ja schnell. Und du bist ja noch nicht lange hier. Genau. Das ist halt, wenn man selber dann einfach schon sieht, wie es wird und weiß, wie man es gerne hätte, dann ist man manchmal so ein bisschen ungeduldig. Also ich zumindest. Ich denke dann so, okay, aber es wird doch so und so, kann es jetzt mal so sein? Nee, warte mal noch ein bisschen. Es braucht alles seine Zeit, muss ich Ja, mir aber dann mal hey, sagen. hallo. Du bist keine 2 Jahre hier und ich denke, dass du schon ganz gut dabei bist. Und lass uns noch mal 2 Jahre weiter, dann weißt du, dann hast du Angestellte, weil dann kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr alleine hin. Gucken wir mal, Kann was ich ich mir dann gut mache. vorstellen. Das geht ganz schnell. Und deine Kinder sind jetzt happy hier. Die sind happy, die gehen beide gerne auf die Schule. Also klar haben sie auch mal Tage, wo sie keinen Bock haben, aber das ist ja normal. Aber grundsätzlich gehen sie da sehr gerne hin, ja. Der Kleine ist jetzt wie alt? Der Kleine kommt jetzt in die erste Klasse, aber die Schule ist sozusagen mit so Vorschule. Also hast du 3 Jahre so Oh, wie so ja, die kommen hier mit Vorschule. 3, ne? Das kannst du ruhig mal erzählen. Das wissen die meisten nämlich gar nicht, dass die hier mit 3 schon eingeschult werden. Genau, aber es ist dann wie so eine Vorschule. Also es ist dann noch nicht die richtige. Die erste Klasse fängt dann wirklich jetzt erst nächstes Jahr an. Da wird er dann, da ist er noch 5, aber wird dann 6. Ja, aber es ist schon Pflicht, ne? Also Kindergarten ist dann vorbei. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, du Ich habe den kriegst ihn ja einfach jetzt nicht angemeldet. mehr in Kindergarten. Ach Ich so, meine, in die nee. Vorschule Ja, begleiten, nee, das klar. meine Nee, ich, nee, ne? nee. Die gehen ja Ja. nicht bis 5 in Kindergarten oder Nee. so, sondern die sind dann N-n. schon in dieser Schule und werden da auch schon echt gut vorbereitet, ne? Total. Also die Lehrerin hat auch gesagt, ja, nee, die lernen jetzt hier die Buchstaben und lesen, weil wenn sie in die erste Klasse kommen, sollen sie es ja können. Ich so, hä, wie? Ich dachte, in der ersten Klasse lernt man das. Nee. Ja, das Ist ist irgendwie ein bisschen schon. anders. Aber die machen das super. Also in der Schule, kann ich nur sagen, machen sie es irgendwie super, also spielerisch und. Aber klar, für ihn war es halt eine Herausforderung. Ne? Der kam da halt, keiner hat Deutsch geredet oder hat, ja. Für den Kleinen Für den jetzt. Kleinen, ja, Ja, aber der es geht ist. doch schnell, Ja, oder? klar, der spricht jetzt halt Englisch. Also Spanisch lernen sie beide. Ich habe dann auch letztens im Elterngespräch, habe ich dann so die Spanischlehrerin von meiner Großen gefragt, kann die Spanisch sprechen? Und sie so, ja. Mallorquin, ne? Sogar. Nee, 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 nee. Also das Nee? ist, wenn du auf eine, das ist ja auch das Ding, wenn du hier auf eine staatliche oder lokale Schule gehst. Ja, Dann ist ja der Dorfschule. Unterricht auf Katalan. Also da kommst du überhaupt nicht weiter, wenn du Spanisch kannst. Also da musst du erstmal Katalan lernen. Und die sozusagen auf den internationalen Schulen für die Nicht-Spanier, die haben Spanischunterricht und die Spanier, die haben dann Katalanunterricht. Also sie hat jetzt sozusagen Spanischunterricht. Und erstmal musst du Spanisch lernen und dann würde Katalan noch dazukommen. Also sie haben jetzt auch immer so 1 Stunde Katalan, wo sie irgendwie so Historie und sowas lernen, ist schon dabei bei den Großen. Aber der Sprachunterricht ist Spanisch. Aber die Unterrichtssprache ist Englisch. Okay, und was sind da für Kinder? Sind das dann fast nur Deutsche oder sind das auch Gar nicht. Gar nicht. Geräusch. Nee, ist eine totale Mischung. Also es ist zwischen wirklich eine auch Internet. Spanier Ja, oder was? sind total Echt? viele Spanier. Also ich würde sagen, so fast die Hälfte oder ich sage mindestens ein Drittel sind Spanier. Das heißt, die Spanier schicken ihre Kinder auch auf solche Schulen. Ja, weil die sagen, weiß ich nicht, was sie sagen. Also die eine Mutter hat mir halt mal gesagt, also sie glaubt halt, dass das jetzt das Beste ist, was sie für ihr Kind da irgendwie Okay, das ist ja spannend. tun kann. Ich denke, das ist alles nur für die Auswanderer hier aus England oder Nee, ich. Amerika oder was weiß ich. Nee, ich glaube, dass die. Ich, nee, das weiß ich jetzt Russland, nicht hier sind von ja wem. viele. Es ist, ansonsten ist es eine bunte Mischung. Also Ja. es sind viele Engländer da, klar, britisches Schulsystem und auch so eher da oben der Norden sind, glaube ich, auch eher viele Engländer. Darum sind da viele Engländer auf der Schule. Und ansonsten ist bei dem Kleinen in der Gruppe, keine Ahnung, aus Polen, Slowakei, Alles gemischt. Südamerika. Keine Ahnung, alles Mögliche. Und eben viele Spanier. Also darum, die spanischen Kinder, die sprechen dann natürlich viel Spanisch miteinander, wenn sie spielen.
Und darum hört er auch noch viel. Selbst wenn er nur ein bisschen Unterricht hat pro Tag, hört er einfach viel Spanisch. Und ich glaube, der versteht das schon ganz gut. Kommt mir jedenfalls so vor, wenn wir so im Supermarkt sind und er hört irgendwas, dann guckt er immer so und reagiert manchmal. Dann denke ich so, ich glaube, der versteht schon einiges. Ja, das geht schnell. Das geht zum Glück schnell in dem Alter. Okay, also hast du alles richtig gemacht, würdest du sagen? Ich würde sagen, ja. Würdest du Bis wieder jetzt so fühlt machen? sich's so an. Was würdest du unseren Zuhörern noch mitgeben wollen, die auch über sowas nachdenken, gerade mit Kind? Mit Kind, ich würde, ja, ich glaube, du musst einfach aufs Kind gucken und ob es der richtige Zeitpunkt ist und was es braucht, sozusagen, oder was es braucht, um es ihm schmackhaft zu machen. Ja, Erstmal also. Urlaube, schöne Urlaube. Ja, und einfach auch mal testen. Also fühlen die sich hier wohl? Also bringt ja auch nichts, wenn du die hier auf eine Schule schickst und die haben, finden es einfach scheiße und nur du als Eltern findest es gut. Also das war mir schon, aber das ist ja auch eine Typsache. Also für manche Eltern ist, denen ist das, glaube ich, naja, vielleicht nicht egal, aber die denken dann vielleicht, da müssen die jetzt durch. Also das ist bei mir nicht. Also bei mir ist es schon wichtig, dass es uns allen vieren gut geht. Und ansonsten müssen wir halt gucken, was müssen wir ändern im System. Egal was es ist, dass es uns eben gut geht und dass wir halt, weil sonst ist, das ist ja einfach eine Familie, ist ja eine Dynamik und wenn es einem scheiße geht, überträgt sich das auf die anderen und das bringt einen dann ja auch nicht weiter. Ja, das ist das Problem. Ne? Manchmal braucht es halt seine Zeit und man muss dann eben einfach nur durchhalten, aber manchmal muss man auch gucken, wann es nicht funktioniert. Ne? Total. Und es gibt ja auch einige, die sind ja hier auf Probe und sind dann auch wieder weg, weil es nicht funktioniert. Egal bei was, ob es Business ist oder Kinderschule oder keine Ahnung, gibt es tausend Möglichkeiten. Ne? Total, aber ich glaube, Business kannst du halt immer noch ein bisschen drehen. Also da hast du halt immer noch ein bisschen eine Chance. Aber wenn sich jemand halt einfach nicht wohlfühlt, was weiß ich, wegen dem Klima oder wie auch immer, das kann sie nicht ändern. Also, ne, wenn die jetzt hier im Sommer beide irgendwie bewusstlos liegen würden, dann würde ich mir auch denken, ja, okay, Mist, mir geht's gut, aber denen nicht, dann ist es das vielleicht nicht. Da kann ich nichts dran ändern, weißt du? Aber wenn es jetzt zum Beispiel wäre, allen geht's gut, aber keiner will hier heiraten, naja, gut, dann mache ich halt Hosen oder was auch immer oder überleg mir noch was anderes oder überleg mir einen ganz anderen Job. Also, das geht ja auch. Und habe ich ja vielleicht sogar schon ein bisschen, oder? Ja, also ich habe ja angefangen, dass ich auch Coaching mache, also bräuchte auch Ach ja, Coache. genau, das fand ich auch noch interessant. Genau, und hatte das auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch schon so im Hinterkopf, das wäre ja auch noch eine Option, weißt du, das kann ich halt auch mit Bräuten machen, für die ich nicht ein Kleid mache. Also wenn ich jetzt Okay, irgendwie feststelle. welche Braut braucht ein Coaching? Also, was coachst du da? Ja, es hört sich erstmal ein bisschen schräg an, Ja, ne? total. Kennt auch keiner, weiß auch keiner von. Hast du dir das ausgedacht? Habe ich mir das ausgedacht? Musst du Nee, ja. ich. Du musst ja den Bedarf irgendwo gesehen haben. Das habe ich halt einfach gespürt. Ich arbeite seit fast 20 Jahren mit Bräuten zusammen und begleite die halt. Die kommen halt, dadurch, dass es ja Maßanfertigungen sind, kommen die für 4, 5 Anproben vorbei und ich verbringe halt immer Zeit mit denen und höre denen halt zu. Und Und was brauchen die, dass die, sind sie nicht selbstsicher genug oder nee, was? das geht gar nicht unbedingt ums Kleid. Also es ist eher, dass so eine Hochzeit, du denkst, jemand heiratet, dann denkst du immer so, ach, wie schön und toll und bla 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 und großes Fest. Aber es ist halt auch anstrengend oder es kann halt auch scheiße sein oder es sind halt auch Herausforderungen, es ist halt auch viel Druck. Also brauchst ja nur mal bei Social Media rumscrollen und dann denkst du so, oh Gott, so muss eine Hochzeit jetzt aussehen. Was musst du alles investieren? Was musst du alles machen? Oder warst bei deinem Cousin und denkst, ah, so geht das. Das muss ich noch Was toppen. muss ich noch toppen? Oder keine Ahnung, deine Mutter denkt, du musst das und das anziehen und du willst das aber eigentlich nicht. Oder du willst vielleicht gar nicht deine ganze Familie dabei haben. Wie sagst du denen das? Also, das Und das sind. coachst du die, Ja. dass die Also, es geht eher so um so. Also, bei manchen läuft es einfach. Die haben diese Vorfreude, die ganze Vorbereitung über und freuen sich aufs Fest und alles ist super. Und dann gibt es aber auch für manche Frauen sind da halt einfach Themen, also familiäre Themen. Wie ist die Familie gerade zusammengesetzt? Was passiert an dem Tag? Oder die haben vielleicht vor irgendwas auch Sorge, was an dem Tag oder Naja, gesundheitliche klar, Themen. bei vielen kannst du nicht mal die ganze Familie einladen, weil die Genau. nicht an einem Tisch sitzen können, ne? Zum Genau. Beispiel. Und machst du das dann überhaupt? Oder wie machst du es Und dann? was sagst du denen dann? Das ist total individuell. Also das ist Okay. wirklich, Da dass musst du wir. richtig tief rein in die Familienverhältnisse auch. Jein. Also wichtig ist ja erstmal zu wissen, was ist denn gerade die Herausforderung oder was stresst sie denn gerade? Und dann zu gucken, okay, was wäre die Lösung? Also es ist ja jetzt nicht Therapie,
dass wir da irgendwie da gucken, was war da alles und was ist es, sondern es ist Coaching. Das heißt, du guckst halt aufs Thema und du guckst halt, was ist die Lösung. Und genau, eigentlich geht es darum, so ein bisschen den Stress rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, also viel einfach Druck rauszunehmen und sich so ein bisschen frei zu machen von den Erwartungen von anderen, vom Außen oder vielleicht auch von den eigenen, diesen Druck rauszunehmen. Weil es ist so, es ist ja toll. Also ich meine, warum heiratest du? Weil du jemanden gefunden hast, mit dem willst du irgendwie die nächste Zeit verbringen und willst das irgendwie feiern. Aber das musst du nicht feiern, wie alle anderen es feiern. Oder das musst du auch nicht machen, wie jemand das erwartet. Das musst du nur machen, wie du und dein Partner oder deine Partnerin darauf Bock hast. Und da helfe ich, glaube ich, so ein bisschen, da diesen Druck rauszunehmen und wieder zu gucken, okay, worum geht's denn wirklich? Okay, spannend. Ja. Wie findet man dich dann? Hast du eine Webseite? Ja, ich habe eine Webseite. Wie heißt die? annewolf.de. Okay. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und wie viele Bräuten hast du schon ein Kleid gemacht, die dann nicht geheiratet haben? Okay, gute Frage. Das ist also jetzt dieses Jahr, also so, ich sage jetzt mal früher, war das, würde ich sagen, mindestens eine Hochzeit pro Jahr, die nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Sachen. Also entweder... Keine Ahnung, sie haben sich entschieden, doch nicht zu heiraten, sind aber weiter zusammengeblieben. So oder, kurz vor Schluss dann, oder ja, wie? Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich hatte auch eine Braut jetzt, die wollte dieses Jahr herkommen für ein Brautkleid und die hat mir geschrieben, nee, sie kommt nicht. Er hat es auf Eis gelegt. Doch auch. Also es ist einfach eine Hochzeit. Passiert halt immer wieder, ne? Passiert halt. Ja, ja. Ja, es ist halt... Ich frage das deswegen, weil ich kenne das halt auch. Ich habe ja früher ein Kosmetikstudio gehabt mit einem Friseur zusammen und wir wurden natürlich auch auf Hochzeiten gebucht und sind dann auch in die Hotels oder ne, zu den Location gefahren und da war auch halt mal sowas, wo wir denn da standen und die Braut einfach an dem Tag, also 5 Minuten vorher. Ach echt? Nee, so? Ja, ja. Also wirklich. Na gut, das haben sie mir vielleicht nicht erzählt. Also, Kleid war abgeholt, also Haken war bei mir dran. Dann hast du wenigstens deine Kohle gekriegt. Genau. Bei uns war das halt noch das nächste Thema. Weißt du, wir machen den Laden zu und sind dann da irgendwie und dann kam die einfach nicht raus aus ihrem Zimmer, ne? Das hatte ich einmal eine, die stand und bei der Anprobe vorm Spiegel und da habe ich richtig gemerkt, da ist der Groschen gefallen. Da hat sie gemerkt, scheiße, ich will den gar nicht heiraten. Ja, ja. Und da kommt es ja auch wieder zum Coaching, weil vielleicht coachst du das ja auch. Vielleicht passen manche auch gar nicht zusammen und ja, spannend. Ja. Es ist ein total spannendes Thema und eigentlich geht es ja irgendwie im Leben nur darum, wie gehen wir miteinander um, dass es uns irgendwie allen gut geht. Und ja. Wenn ich da irgendwie einen Beitrag leisten kann. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Ja. Ja. Hast du dein Kleid selbst gemacht? Nein, also ich wusste, wie es aussehen wollen und die sollen und die Mädels haben es genäht für mich. Okay, warum hast du es nicht selber gemacht? Bringt das Pech, oder? Ja, angeblich bringt es Unglück. Also es ist jetzt nicht, dass ich an so Sachen glaube, aber das fand ich dann irgendwie ganz praktisch. Und ich glaube, sie wollten halt einfach was dazu beitragen und haben sich halt gefreut, dass sie sozusagen mein Kleid anfertigen können. Und jeder hat halt sowas dazu beigetragen. Okay. Ja, dann habe ich keine Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwas sagen? Du hast das letzte Wort. Nö, ich habe nichts. Also mir geht's gut. Also ja, wenn ich jemandem helfen kann oder jemand eine Frage hat, könnt ihr euch gerne melden. Aber okay, auch im Bereich Schule oder gibst du da auch Auskunft, wenn da jemand Unterstützung braucht oder überhaupt so in der Findung? Ich finde es schwierig. Du hast schon alles erzählt, ne? Also ja. Schon viel erzählt, wie du vorgegangen bist, fand ich schon sehr gut. Genau, also ich habe auch viele Leute, die mich fragen so, wir überlegen auch oder wir wollen auch oder so, wie hast du das gemacht? Ich finde es schwierig, weil das wirklich individuell ist. Also klar kann ich sagen, was ich gemacht habe oder kann darüber erzählen, aber so wirklich so einen Tipp geben, diese Verantwortung will ich auch überhaupt nicht übernehmen. Nee, aber du hast ja auch im Vorfeld viele Leute gefragt schon, ja. Weißt du? Und vielleicht kommen ja noch Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben. Ja, einfach nur, klar. Ob man dich dafür auch kontaktieren kann, ob du dafür offen bist oder sagst, nee, frag mich nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Es ist jetzt nicht so wirklich meine Art. Also ich bin eher so, dass ich sage, ja, ja, klar, erzähle ich dir auch noch. Ja, aber ich kriege auch so viele Fragen, wo ich mir denke, bin ich Google? Ja, also egal was. Ja, das ist übrigens, das als erstes. Erst googeln, dann ChatGPT und dann könnt ihr mich fragen. Okay, nee, also weißt du, ich werde halt immer wieder gefragt, welches Hotel hier in der Nähe ich empfehlen kann, welche Autovermietung. Ich sage immer, Leute, ich habe hier noch nie ein Hotel gebucht und ich habe hier auch noch nie ein Auto gebucht. Ja. Ich weiß es nicht. Mhm. Und wenn ich Informationen rausgebe, hole ich mir die eben auch von Dritten. Aber ey, googelt doch einfach. Ich weiß es nicht. Ja? Ja. Ich kann dir sagen... Das Beste ist immer, Leute zu fragen, die Erfahrung gemacht haben. Oder die einfach in dem
Aber, Dings sind. Ich weiß nicht, wie oft du dir in Berlin ein Auto gemietet hast. Nicht so oft. Siehst du. Genau, das wollte ich nur nochmal klarstellen. Also, ihr Lieben, vielen Dank für dein lustiges Gespräch. Und schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich dann heirate, habe ich jetzt wenigstens mal einen Kontakt. Ja, wenn nicht, mache ich dir einen anderen. Ich kann dir auch ein Abendkleid machen. Kein Ding. Ich denke drüber. Kannst du auch Bikinis? Ja, hey, das mache ich übrigens, da arbeite ich gerade dran. Ne? Wirklich, Bikinis und Badeanzüge für Bräute. Aber ich kann es dir auch einfach in einer anderen Farbe machen. Dann, wie sind die denn? Muss nicht weiß sein. Dann sind die weiß und Glitzer, oder was? Nee, Glitzer ist jetzt nicht Das heißt, drauf. Die heiraten dann im Bikini, oder wie? Na, ich denke, also ich fange ja die Sachen, die ich erstmal mache, die Musterteile, die mache ich ja so, weil ich denke, so, da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf, ja. Und dann denke ich mir so, wenn du hier heiratest und hier ist überall ein Pool oder das Meer, da musst du ja auch mal reinspringen. Und wie geil ist das denn? Du hast irgendwie ein Bikini oder einen Badeanzug und der ist in dein Outfit. Also entweder sehr machst geil. Du nur das Oberkleid, wirfst du ab und springst rein oder du ziehst dich halt nochmal um. Die haben ja dann immer geil. Alle noch davor oder danach so einen Tag. Und bevor du da mit deinem Punkte- oder Herzchen-Bikini auftauchst, da hast du doch einen richtig geilen, so einen weißen und bist immer noch so die Braut. Das ist gut. Ja. Also, Bikini geht auch. Okay, sollte ich mal heiraten, dann werde ich gleich im Bikini heiraten. Weil ich, genau. Also, Quatsch, was soll ich jetzt gar nicht sagen? Ich wollte im Meer heiraten. Im Meer. Nein, Leute, ich werde nicht heiraten, und aber Bikinis, das ist halt mein, ich habe halt immer nur Bikinis an, außer heute. Ja. Gut, mein Liebe. Also, bis bald. Bis dann. Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast, und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.